Die Krippe, Weihnachten neu erleben. Kennen Sie Gemälde oder andere Darstellungen der Weihnachtsgeschichte in der Kunst? Zugegebenermaßen, neben den kleinen Holz- und Kunstharzfiguren, die fast jede Familie liebevoll zu Weihnachten als Krippenszene unter dem Weihnachtsbaum aufstellt, erfreuen sich die historisch bedeutsamen Gemälde keiner herausragenden Bekanntheit. Und das, obwohl es sogar Versionen von den alten Meistern wie Dürer, Botticelli, Hans Baldung Green und Rembrandt gibt. In den Darstellungen der großen Künstler finden sich mediterrane Landschaften im Hintergrund, runde Steinbögen zieren die Szene, manchmal sehen die Personen mitteleuropäisch aus, Maria trägt optional ein Kopftuch. Die Szene ist gleichmäßig ausgeleuchtet, mal geht das Licht aber auch vom Mond aus, mal vom Kind in der Krippe. Mit allen wirklich amüsanten Details, wie zum Beispiel die Anbetung der Könige von Botticelli. Hier stehen die heiligen drei Könige mit einer ganzen Mannschaft von über 20 Mann im Stall, die natürlich mehr über die Epoche des Kunstwerks aussagen, als über die ursprünglichen Begebenheiten der Weihnachtsgeschichte. Haben die meisten der Kunstwerke doch eines gemeinsam. Der Ort, an dem das Jesuskind geboren wird, die Krippe und der Stall bestehen meistens aus einer einfachen Holzkonstruktion, beinhalten eine eingefallene Mauer oder haben zumindest keine richtigen Außenwände. Die Geburt findet eigentlich immer in einer Bruchbude statt. Wir alle kennen die Geschichte nur in dieser Version mit der Krippe und dem Stall. Aber so hatten sich Maria und Josef die Geburt ihres Kindes nicht vorgestellt. Plan A war sicher, in einer Gaststätte zu übernachten. Der Stall war vermutlich nicht einmal Plan B, sondern nur die absolute Notlösung, als es nun wirklich keine anderen Optionen mehr gab. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Das Schöne daran ist, Gott machte es absolut nichts aus, dass der Stall und die Krippe nicht Plan A von Maria und Josef waren. Jesus kam trotz des Herbergendebakels zur Welt. Gott wählte diesen unwürdigen Ort, um in der Weihnachtsnacht zur Welt zu kommen. Er war auch im Plan B und der Notlösung der Menschen im absolut richtigen Film. Sein Plan wurde durch das Durcheinander in Josef und Marias Welt nicht aufgehalten. Nun stellen Sie sich einmal vor, die Weihnachtsgeschichte hätte sich in einem kleinen Detail anders entwickelt. Stellen Sie sich vor, einer der Gastwirte in Bethlehem, nennen wir ihn mal Peter, hätte doch noch einen Platz für die beiden gefunden in jener besagten Nacht. In Peters Herberge hätte das Paar ein einfaches Zimmer gebucht. Der Stern wäre über dem kleinen, aber gemütlichen Haus stehen geblieben und die Hirten und die heiligen drei Könige. Und wenn es nach Botticelli geht,
auch ihr halber Hofstaat, hätten später geklingelt und der heiligen Familie einen Besuch in ihrem Doppelzimmer abgestattet. Dann hätte jetzt das Gebäude im Set mit den Holz- und Kunstharzfiguren oder auf den schweren Ölgemälden mit dem Titel Anbetung der Könige in den großen Kunstsammlungen ein Schild mit der liebevoll gemalten Aufschrift Peters Stube. Die Gaststätte wäre zu einer internationalen Kette aufgestiegen. Es gäbe kleine Schlüsselanhänger und Heiligenbilder und Schneekugeln, immer mit der Gaststätte von Peter im Hintergrund. Und die Marke wäre bekannter noch als Coca-Cola und internationaler vertreten als McDonald's. Was für eine Chance sich die Hoteliers und Gastwirte von Bethlehem damals haben sich entgehen lassen. Und so wurde stattdessen der Stall mit dieser armseligen Krippe weltberühmt. Diese Krippe wurde gemalt, nachgebaut und unzählige Male besungen. Ein bekanntes Weihnachtslied von Paul Gerhardt greift die Thematik dieser prominenten Krippe auf. Der christliche Liederdichter abstrahierte das Motiv in seinem wunderschönen, im Original sogar 15-strophigen Weihnachtslied »Ich steh an deiner Krippen hier« aus dem Jahr 1653. In diesem Krippenlied bringt Gerhardt Weihnachten noch einmal auf den Punkt. Es beginnt: Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Achtung! Jetzt müssen wir doch ein Eingeständnis machen. Bei Weihnachten in seinem innersten Kern geht es wirklich ganz einfach um Geschenke. Weihnachten selbst ist ein Geschenk. Die Schreiber der Bibel nannten dieses Geschenk Gnade. Diese Gnade können wir uns nicht verdienen oder erarbeiten. Sie wird einem einfach so gegeben, geschenkt eben. Gnade bedeutet, dass Gott zu uns kommt, dass er in unser Chaos kommt, das wir selbst verursacht haben, in unsere Welt, die auf dem Kopf steht. Er wartet nicht auf den Moment in ferner Zukunft, an dem wir uns selbst ausreichend diszipliniert haben, bis wir perfekte Menschen sind und die Welt in Ordnung gebracht haben. Das können wir gar nicht leisten. Alles, was wir Gott schenken können, ist unser Herz, unsere Seele. Das scheint wenig, und doch ist es alles, was wir haben. Das, was uns ausmacht. Das Einzige, was wir Gott schenken können, ist das, was er uns bereits zuvor gegeben hat. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Weihnachten bedeutet, dass wir Gott gerade in tiefster Todesnacht,
in unseren dunkelsten Momenten, im persönlichen Versagen erfahren können. Gott begegnet uns genau in den Erfahrungen, die wir am liebsten von der Festplatte löschen würden. Gott ist in unserem Plan B gegenwärtig. Er ist in der Krippe im Stall gegenwärtig und er ist auch gegenwärtig, wenn wir überhaupt keinen Plan mehr haben. Denn Gottes Plan ist immer im Lot, auch wenn wir uns das manchmal anders ausgemalt haben. Und dann ist es wie in dem Gemälde von Rembrandt. Von der Krippe geht ein Licht aus, ein Hoffnungsschimmer, der uns in unseren dunkelsten Momenten die Lebensfreude zurückgibt. Wann oft mein Herz im Leibe weint und keinen Trost kann finden, rufst du mir zu, ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden. Was trauerst du, o Bruder mein? Du sollst ja guter Dinge sein, ich zahle deine Schulden. Weihnachten bedeutet auch, dass wir erkennen, wir schaffen es aus uns heraus einfach nicht, unseren eigenen Idealen zu entsprechen, wirklich gute Menschen zu sein. Wir sind unwürdig. Das ist ernüchternd. Das macht betroffen, sogar traurig. Aber dann sagt Gott zu uns, ich bin dein Freund. Ich nehme deine Verfehlungen, dein Versagen einfach weg. Ein guter oder besserer Mensch sein, das kommt später. Nicht aus dem Wunsch heraus, Gott auf unsere Seite zu ziehen oder von uns zu überzeugen, sondern aus der einfachen Erkenntnis, dass Gott schon immer für uns ist. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm, und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Die Situation am Anfang der Weihnachtsgeschichte ereignet sich auch heute noch. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Und wir werden miteinander essen. So steht es in der Offenbarung. Hier geht es nicht mehr um Maria und Josef, die bei der Herberge anklopfen. Aber genau wie die beiden fragt Jesus selbst mit diesen Worten, ob er in ihrem Leben einkehren darf. Er ist es höchstpersönlich, der bei ihnen anklopft. Seien Sie nicht wie die Gastwirte in der Weihnachtsgeschichte und vergeben diese historische Chance. Sie können selbst zur Herberge oder, wie in der 9. Strophe von Gerhards Lied, zur Krippe für den Heiland werden. Er möchte Freude, Anbetung und Staunen in ihr Leben bringen. Wenn Sie in den letzten Tagen die vorigen Kapitel und bis hierher gelesen haben, dann erst einmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Wir hoffen sehr, dass ein neues Bild von diesem Gott aus der Weihnachtsgeschichte in Ihnen entstehen konnte. Dass Sie erleben konnten, wie persönlich, wie liebevoll und wie interessiert er an Ihnen ist,
und ihrem Leben ist. Es ist unser Gebet, dass sie seine Stimme hören, wenn er an ihre Herzenstür anklopft. Und dass sie den Mut haben zu öffnen und sich auf dieses Wagnis, auf diese Begegnung mit dem Christuskind einlassen. Um zurück zum Anfang dieses Buches zu kommen, es geht bei Weihnachten um etwas viel Größeres als nur Tradition, Religion oder den ultimativen Weihnachtshit. Es geht darum, sich wieder selbst als Geschöpf eines liebevollen Schöpfers zu verstehen und zu erleben, was es bedeutet, im Frieden mit Gott, diesem Schöpfer, zu leben. Wir haben uns im scheinbar endlosen Lauf der Zeit so weit von dieser ursprünglichen Bestimmung entfernt, dass wir nicht mehr allein zurückfinden. Sie kennen das sicher. Eine falsche Entscheidung führt oft automatisch zur nächsten und eins führt zum anderen. Und am Ende stehen wir da und fragen uns, wie wir nur hierher gekommen sind. Wir sind auf unserer Reise verloren gegangen und brauchen jemanden, der uns findet und zurück nach Hause bringt. Und das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten. Sie wurden gefunden. Das Christuskind ist in die Welt, in ihre Lebensrealität gekommen. Jesus selbst steht an ihrer Tür und klopft an. Die Frage ist, nehmen Sie diese wunderbare Chance wahr und machen Sie auf. Wir wünschen Ihnen von Herzen erfüllte, frohe und gesegnete Weihnachten. Thank you.